und herzlich willkommen bei Alfons Zeileis. Mein Name ist Johanna Nägelsbach. Ich bin die Großnichte des Künstlers Alfons Zeileis. Im letzten Video haben wir die Möglichkeiten kennengelernt, Kunst zu studieren. Wo Alfons Zeileis sein Studium aufnahm, das erfahrt ihr in diesem Video. Die von Würzburg aus nächstgelegene Kunstgewerbeschule in Bayern war damals Nürnberg, gut 100 Kilometer südöstlich von Würzburg. Also war für Alfons Zeileis, der Würzburg gemäß überlieferter Briefe sehr liebte, Nürnberg der Ort seiner Wahl, allein schon wegen der Nähe und der direkten Bahnanbindung an Würzburg. Die Zahl der Einwohner der Stadt Nürnberg wuchs damals noch deutlich stärker als die Anzahl der Einwohner Würzburgs, allerdings auf anderem Niveau. Würzburg hatte am 1.12.1900 75.499 Einwohner. 5 Jahre später, am 1.12.1905, 80.327 Einwohner und nochmal 5 Jahre später, am 1.12.1910, 84.496 Einwohner, also eine Zunahme um ca. 9.000 Einwohner innerhalb von 10 Jahren. Für Nürnberg stellt sich die Situation dar wie folgt. Am 1.12.1900 hatte Nürnberg 261.081 Einwohner. 5 Jahre später, am 1.12.1905, 294.426 Einwohner und am 1.12.1910 333.142 Einwohner. Innerhalb von 10 Jahren nahm die Bevölkerung Nürnbergs demnach um ca. 72.000 Einwohner zu. Eine Anzahl, welche fast der Einwohnerzahl von Würzburg im Jahr 1900 entspricht. Als Alfons Zeileis 1904 nach Nürnberg geht, hat die Stadt also mehr als 3,5-mal so viele Einwohner wie Würzburg. Während Würzburg sich als katholische und konservative Verwaltungsstadt präsentiert, ist Nürnberg eine überwiegend evangelische Industriestadt, in der bereits 1835 die erste deutsche Bahnstrecke von Nürnberg nach Fürth eröffnet worden war. Man könnte fast meinen, Alfons folgt der Eisenbahn. Schließlich ist sein Vater königlich bayerischer Bahnexpeditor in Würzburg. Im 19. Jahrhundert entwickelt sich Nürnberg zum industriellen Herzen Bayerns. Bayern ist im 19. und frühen 20. Jahrhundert noch überwiegend Agrarland. Unter anderem folgende Firmen siedeln sich im 19. Jahrhundert in Nürnberg an. Die Bleistiftfabriken A.W. Faber, später Faber-Castell, Großberger und Kurz, später Schwan-Stabilo Schwanhäuser. Die Spielwarenfabriken Nürnberger Holzspielzeug, Christian Hacker. Handelsbetrieb Bing für Haushaltswaren und Blechspielzeug. Fabriken für leonische Waren, also Drahtgeflechte und Messingdraht, welche heute noch im Leoni-Konzern weiterleben. Ratet mal, warum der Leoni-Konzern Leoni-Konzern heißt. Die Siemens-Schuckertwerke für Generatoren, Elektromotoren und Bogenlampen. Der Konzern Siemens und Halske AG. Die Eisengießerei Klett zur Erzeugung von Dampfmaschinen, Eisenbahngüterwagen, Brücken etc. aufgegangen in der späteren MAN. Und nicht zu vergessen die Lebkuchenindustrie mit zahlreichen kleinen und mittelständischen Betrieben mit zum Teil jahrhundertealter Tradition und viele weitere mehr. Diese starke und schnell wachsende Industriestadt war bereits zur Jahrhundertwende das Zentrum der deutschen Arbeiterbewegung. Ein glatter Kulturwechsel. Was erwartete Alfons nun an der Königlichen Kunstgewerbeschule in Nürnberg? Die Nürnberger Akademie der Bildenden Künste wurde 1662 gegründet und ist damit die älteste Kunstakademie im deutschsprachigen Raum. Allerdings degradierte der bayerische König Ludwig I. die Nürnberger Akademie zur Kunstschule als Ausbildungsinstitut für die traditionellen Nürnberger Gewerbe, also vor allem die grafischen Künste und die Porzellan- und Dosenmalerei. Die freie Kunst kam nach München, an die Akademie der Bildenden Künste, die angewandte Kunst blieb in Nürnberg. Erst 1940 wurde die Schule wieder zur Akademie erhoben. Trotz dieser Degradierung war die Kunstgewerbeschule in Nürnberg sehr anerkannt. Das war nicht zuletzt der Verdienst von August von Kreling, der die Kunstgewerbeschule und den Lehrplan mit großem Erfolg reformierte. August von Kreling reformierte den Lehrplan und machte die Kunstgewerbeschule zu einer nationalen Vorzeigeinstitution. Es gab einen Lehrplan, der gekürzt wiedergegeben wird, soweit er für Alfons Zeileis relevant war. Zeichnen. Ornamentzeichnen, Zeichnen nach der Antike, nach lebendem Modell, Akte, Studienköpfe.
Malen nach plastischen Gegenständen, nach dem lebenden Modell. Architektur, Konstruktionslehre und Bauzeichnen. Theoretische Fächer, Perspektive und Schatten. Natürlich kostete der Besuch der Kunstgewerbeschule Nürnberg Studiengebühren. Ab 1901 hatte die Kunstgewerbeschule für alle Studierenden eines Faches einen einheitlichen Stundenplan. Viele Studierende der Kunstgewerbeschule Nürnberg widmeten sich später den klassischen Feldern der freien Kunst und nicht dem Kunstgewerbe. Es kam auch vor, dass Studierende zunächst die Kunstgewerbeschule und später eine Kunstakademie besuchten. Ein Beispiel dafür ist der Bildhauer Professor Adolf Heer, über dessen Tod am 16. April 1898 im Abendblatt Chicago berichtet wird. Dieses erschien in deutscher Sprache. Adolf Heer hatte von 1867 bis 1871 an der Nürnberger Kunstgewerbeschule und anschließend von 1871 bis 1873 an der Akademie in Berlin studiert. Er war Professor an der Kunstgewerbeschule in Karlsruhe. Sein Kaiser-Wilhelm-Denkmal befindet sich bis heute am Kaiserplatz in Karlsruhe, allerdings ohne die allegorischen Figuren am Sockel. Diese wurden im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen. Alfons Zeileis hatte an der Kunstgewerbeschule Nürnberg einen stark strukturierten Unterricht vor sich für die Fächer, die für seine Ausbildung als Zeichenlehrer relevant waren. Vielen Dank, dass ihr Alfons Zeileis auf seinem Weg nach Nürnberg begleitet habt. Wenn ihr heute zum Studium geht, müsst ihr euch am Studienort mit eurem ersten Wohnsitz anmelden. Die Frage ist, behaltet ihr einen zweiten Wohnsitz bei den Eltern und zahlt gegebenenfalls Zweitwohnungssteuer dafür? Ob sich Alfons Zeileis in Nürnberg anmelden musste und welche Formalitäten er zu beachten hatte? Das erfahrt ihr im nächsten Video. Ich freue mich aufs Wiedersehen.